Gegeben sei die Funktion f von x. Durch den Punkt P werden Tangenten an Kf gelegt. Berechnen Sie die Koordinaten der Berührpunkte der Tangenten. Gut, das heißt, wir müssen hier jetzt Tangenten durch externe Punkte finden. Da gibt es zunächst mal eine allgemeine Tangentengleichung, die wir auswendig gelernt haben. Die lautet y gleich f' von u mal x minus u plus f von u. Hier speziell ist ja f von x gleich x² minus 2x plus 2. Also f von u ist damit u² minus 2u plus 2. Und dann habe ich hier mein x minus u. Jetzt brauche ich die Ableitung. Und die Ableitung f' von x ist 2x minus 2. 2 abgeleitet ist 0. Also muss hierhin dann 2u minus 2. Und das hier ist die allgemeine Tangentengleichung dieser Funktion. So, es handelt sich um eine Tangente durch einen externen Punkt. Das heißt, ich muss jetzt das x für die 2 und das y, für das y die minus 2 einsetzen. Und ich erhalte minus 2 ist gleich 2u, gleich 2u minus 2 mal x. Das x ist aber die 2. 2 minus u plus u² minus 2u plus 2. Und diese Gleichung muss ich jetzt nach u auflösen. Ist also minus 2 gleich das mal dem 4u, das mal dem minus 2u², das mal dem minus 4, das mal dem plus 2u plus u² minus 2u plus 2. So, jetzt sehe ich, hier habe ich die plus 2u und die minus 2u, die heben sich gegenseitig weg. Dann kann ich sammeln, ich habe hier ein u² und hier ein u². Es kommt also hier zunächst minus u². Dann habe ich hier 4u und die haben sich weggehoben, also u² plus 4u. Und jetzt muss ich noch den, den und den zusammenfassen, da habe ich minus 4. Plus 2, das ist minus 2. Und dann kommen noch die 2 auf der anderen, von der anderen Seite rüber. Es fällt alles weg. Uns bleibt übrig minus u² plus 4u. So, und das soll 0 sein. An der Stelle kann ich entweder Mitternachtsformel anwenden oder aber das u ausklammern. Das heißt, ich klammer jetzt hier das u aus und habe hier u mal minus u plus 4 gleich 0. Und das bedeutet, u1 ist 0 und u2 ist 4. So, und das heißt, das sind die x-Werte meiner Berührpunkte. Also ist der Berührpunkt b1, 0, Strich f von 0. Da muss ich die 0 hier einsetzen und bekomme die 2 raus. Der b2 ist 4, Strich, jetzt muss ich hier die 4 einsetzen, also f von 4 berechnen. Und f von 4 ist 16 minus 2 mal 4, also minus 8 plus 2 und das ist 10. Also ist b2 4-10.